Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Carina von PeakMate und heute machen wir ein schnelles Tutorial zu einem Poncho. Den nehmen wir ohne Schnittmuster, weil das geht ganz einfach und wir machen das total im Hippie-Style, im Mama Mia-Style. Ich hatte nämlich den Strickstock oder im mexikanischen Style, keine Ahnung. Ich find's cool, das ist so typischer, ich find typischer Poncho-Stoff. Für viele wird das so ein Schrankleibenstoff sein und möchte den vernehmen zum Poncho. Und das machen wir ganz schnell, easy cheesy. Also ich habe da 1,50 mal 1,50, glaube ich, das messe ich dann noch ab. Den schneiden wir dann einfach vorne auf, machen einen Halsausschnitt, nähen ein Beleg im Halsausschnitt und versäubern und dann sind wir auch schon fertig. Es geht wahnsinnig schnell. Also ich empfehle euch dafür Strickstoffe, weil die fallen einfach total cool. Sweat und Jersey könnt ihr sicher auch probieren, aber da ist immer die Gefahr, dass es außen einen farbigen Stoff habt und innen drin ist dann das Weiß, was dann irgendwie nicht passt. Also Strickstoffe sind da total super. Und ja, ich habe da eben den. Und ich würde sagen, wir legen auch gleich schon los und treffen uns am Boden. So, also mein Stoff ist 1,50 breit und 1,50 breit und hoch. Genau. 1,50 mal 1,50. Ich habe das jetzt einmal in der Mitte zusammengefalten. Das ist bei mir unten. Das heißt, mein Kopf kommt da irgendwo hin. Das messen wir jetzt gleich aus. 75, das sind da. Holen wir uns mal einen Klipsel. Und da oben messen wir es auch aus. Okay, ist schief geschnitten. Das ist so kurz da daneben. Genau, und das ist jetzt da meine Mitte. Da schneide ich mir jetzt auf. Das heißt, ich gehe jetzt her und schneide mir das da entlang auf. Eine gerade Linie, aber nur oben das, also nicht beide Seiten. Nur die obere Seite. Und schneiden wir da oben jetzt einen Halsausschnitt aus. Den mache ich ungefähr 15 cm breit. Und der vordere Ausschnitt wird tiefer als der hintere. Also da schneide ich mal zum Bogen immer. Und hinten machen wir so einen leichten Bogen. Dann gehe ich und versäubere es. Also wenn ich versäubere es jetzt auch unten nicht, weil da schon eine schöne Saumkante ist bei mir. Deswegen versäubere ich es da nicht, sonst würde ich es da überall umklappen. Und erst dann mit der Overlock versäubern und dann umklappen und dann mit der Nähmaschine oder mit der Coverlock festnähen. Also wenn es mit der Coverlock macht, braucht es natürlich erst nicht versäubern mit der Overlock. Dann gehe ich her. Es kennt jetzt beim Hals. Ist auch um nach innen versäubern und nach innen klappen. Das wird aber meistens nicht so eine schöne Rundung. Deswegen werde ich immer beim Hals am Beleg machen. Das suche ich mir jetzt einmal einen schwarzen Stoff. Gerade Restel. Also ich nehme jetzt einen schwarzen Stoff, was da einfach passt. Einfach so ein Reststück. Dann lege ich mal meinen Ausschnitt da drauf. Das ist alles wieder total professionell. Und jetzt klebst du ihn mal fest. Also rechts auf rechts dann festklipseln.
Und vorne lasst es am besten so 1-2 cm frei, weil wir das dann drüber schlagen und dann da auch wieder versäubern, dass wir da dann eine schöne Kante haben. Also fangst am besten 1-2 cm weiter drinnen, kürzt es, das Bündchen, ein Beleg, Bündchen, Beleg. Und dann könnt ihr auch schon hergehen und das mit der Overlock, im Beleg festnähen, umknappen und absteppen. Also da, wie gesagt, freilassen. Da nähe ich auch gleich mit der Overlock ab und versäuber die Strecke. Und auf die Seiten, wo die Arme dann hinkommen, das versäuber ich auch gleich mit der Overlock. So, jetzt bin ich mal hergegangen und habe alles versäubert. Habe den Beleg jetzt angenäht, habe den auch unten nochmal versäubert, dass er gleich lang ist und klappt den jetzt einmal um. Das ist nur, dass es mir da nicht ausfranst. Also der muss jetzt gar nicht hart sein. Also bei mir ist er jetzt angenäht da 2 cm breit. Dann klappe ich mir jetzt um und nehme es mit einem Geradstich fest. So schaut mein Halsausschnitt dann aus. Festgenäht, innen und außen. Außen sieht man nicht mehr viel. Dann gehen wir her und nehmen uns unseren Poncho. Das ist unser Ausschnitt, den wir aufgeschnitten haben. Also nicht unsere Ärmel, sondern die vordere Mitte, wo wir aufgeschnitten haben. Den falten wir uns jetzt, den haben wir versäubert mit der Overlock. Falten den jetzt nach innen. Ungefähr so 2 cm und dann stecke ich mir das bis nach unten fest. Unten klappen wir es noch ein bisschen die Ecke nach innen, dass es da nicht drüber ausschaut. Also einfach die Ecke ein bisschen nach innen klappen und dann kann ich mir das auch mit einem Geradstich festnähen. Dann haben wir jetzt da nach unten schön versäubert, den Ausschnitt versäubert und dann machen wir das auf der zweiten Seite auch noch. Weil wir haben es ja mittig durchgeschnitten, so hat man nur zwei Seiten. Und auch da lege ich es so hin, das ist gut 6. Falte mir das wieder nach innen, stecke es bis nach unten fest und versäuber es mit dem Geradstich. Also anprobiert, mir gefällt es von der Länge gut. Deswegen war ich jetzt einfach hergenommen und ich habe sie da auch versäubert bei der Armlänge da unten, wo da mal der Armsaum hinkommt. Da machen wir jetzt einen Armsaum und dort mache ich ganz das gleiche wieder. Ich gebe das nach innen, die Saumkante, klappe es nach innen und nehme sie fest auf beide Seiten wieder. Und dann ist unser Poncho auch schon fertig. Genau, aber ich zeige euch jetzt davor nochmal, wie das genau mit dem Ausschnitt. Ich glaube, dass ihr das am Boden nicht so gut gesehen habt. Um zu verdeutlichen, wie ich das jetzt mache, nicht professionell, hole ich mal Papier und Stift. Das ist jetzt mein schwarzer Bündchenstoff. Ups, Entschuldigung. Suchen wir jetzt da meinen Halsausschnitt. Und legen wir den jetzt da auf. Gerade damit ist das jetzt nochmal kurz 6. Ich lege mir den schön auf, so wie es gehört. Die Seite nach vorne. Schaut, dass alles flach liegt. Und ich zeichne mir jetzt da mein Bündchen nach, was ich ausschneide. Oha! Nein, das macht man so nicht. Es bleibt fertig. Ja,
ganz kleinen Tisch, weil mir rutscht da alles nach unten. So, ich glaube, da ist jetzt auch noch Blatt Papier. Da muss man ein bisschen nach oben. Ich zeichne mir das da jetzt nach. Wow. Aber heute, es läuft. Also nur als Beispiel jetzt. Da ist offen. Ich habe jetzt einen Platz. Also eigentlich muss ich jetzt dann auch weiter nach unten zeichnen. Und fahre einfach da so einer. Zeichne kann ich nicht. Aber das ist dann mein Beleg, mein Bündchen, mein Beleg. Eben, da kommt dann einen Poncho zu mir. Und das steppe ich dann fest. So zeichne ich jetzt im Beleg. Es könnt ihr erst als Rückenteil und dann das Vorderteil und zusammennähen. Und wenn ihr jetzt auch noch genau Maße wissen wollt, weil wir schon so nah beieinander sind, kann ich jetzt auch sagen. Also 15 cm habe ich jetzt den Rücken, also da oben gemacht. Was war das jetzt? Schauen wir, es bei mir gehört, die 15 cm und dann habe ich es. Wie viel Zentimeter sind es nach unten? Ungefähr 12 cm nach unten und einfach das dann verbunden. Das kriegst du hin, das schafft's. Gut. Und dann versäuere ich es noch und das ist dann mein Frühjahrs-Poncho zum Drüberschmeißen. Ich finde den so cool, das ist so richtig retro irgendwie. Na, nicht retro, keine Ahnung. Ich finde es cool. Ich finde es mal was anderes. Es kann zwar Schrankleichenstoff sein. Ja, wird es bei vielen vielleicht da. Also wenn ihr daheim habt, ein Schrankleiche, holt ihn aus, macht einen Poncho. Es geht echt schnell. Die Mitten auseinanderschneiden, versäubern, belegt Zubi und das war's. Schafft's. Verlinkt's mir, sag's mir einen Poncho's. Ich bin gespannt. So, ich versäubere jetzt mal die Ärmel. Wenn ihr jetzt einen Stoff habt, der was nicht ausfranst, könnt ihr es auch so lassen. Das müsst ihr ja nicht versäubern oder säumen. Wie ihr es wollt. Swinging 60s! Na, keine Ahnung, ich finde mega cool. Und er ist wirklich schnell genäht. Und einfach fein zum Drüberschmeißen. Also, ich finde es fein. Also, wenn man jetzt im Sommer oder im Frühling ein T-Shirt anhat und es ist doch noch ein bisschen kühler, haben wir jetzt einen coolen Poncho. Oder? Was sagst du? Yes. Ich finde schon. Ja, also den Stoff habe ich, das ist ein Strickstoff, den habe ich bei der Stoffeule gekauft. Verlinke ich unten. Schnittmuster braucht es keins. Also wir brauchen nur, also ich habe jetzt 1,50 mal 1,50. Und ich finde, es schaut super aus. Wie ein Teppich aus dem Rüber. Hatte ich früher gesagt. Aber ja, ich finde es fein. Ich hoffe, ich taugt euch auch. Keine Ahnung. Könnt ihr es mir wissen, dass mir die Kommentare manchmal nicht sagen, oh Gott, die haben nicht den Teppich an. Ja, habe ich. Manche finden es vielleicht cool. Sagt mir es gerne unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst zwar gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne meinen Kanal, würde mich wahnsinnig freuen. Es ist ja dann fast ein Jahr alt. Und ja, Fotos werde ich wahrscheinlich auch noch machen. Irgendwelche Hippie-Fotos. Aber es seht ihr, also wir machen einen Halsausschnitt, dann versäubern wir, also mit einem Beleg. Schon nur versäubern und das war's. Also 1,50 m mal 1,50 m habe ich jetzt gebraucht. Und ja, dann noch schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Eure Carina von Big Made. Tschüss!